Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, es ist lange her und wir haben heute tatsächlich mal wieder ein normales Opening. Keine News, kein Cashback, aber es wird ein sehr starkes Retro-Video die Tage kommen. Freut euch, also da bin ich selber sehr gespannt drauf. Und es wird auch Cashback kommen, wartet ab. Heute aber mit einem Beat the Box. Wir haben heute ein 170-Euro-Display, und zwar Tag Team All-Stars. Ein sehr, sehr schönes Set mit vielen unterschiedlichen Karten, die wir kennen und lieben. Und wir können Godpack ziehen. Das schreit zum Öffnen, würde ich sagen. Viel Spaß mit dem Opening. Legen wir los. Da haben wir das Display und ich würde sagen, wir switchen und haben hier das goldene Pack mit den Pokémon aus Schwert und Schild. Es ist ein sehr schönes Set, kann ich euch nur empfehlen. Es gibt hier sehr viele GX-Hits, Tag-Team-Hits, Prism-Star-Hits. Es gibt hier halt aber auch Full-Arts und Secret-Rares. Wunderbare Tag-Team voller Trainerkarten. Also, dieses Set hat alles. Goldkarten, also Zapdos hier aus dem wunderbaren Set. Teams sind Trumpf. Mewtwo, auch eine Money-Card. Also wir werden, wie gesagt, wir haben 170 Euro und wir müssen das Geld wieder reinholen. Dementsprechend rechnen wir hier mit jeder Karte, die wir ziehen können. Deden, sehr gute Karte. Und wir haben eine Reverse Energy und ein Litten. Litten. Bei uns hier im Norden sagt man der Lütte. Der Lüde. Mal gucken, ob der Lüde uns hier ein gutes Pack gibt. Also ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn wir hier eine Gold-Tag-Team ziehen, weil ich sammle diese Karten. Und würde ich auch gerne graden lassen zu meinen anderen drei, die ich schon habe. Katana. Okay, Melmetal. Sehr stark. Holy. Glubakrishiram. I take that anytime. Wohl die beste Tag-Team, die man ziehen kann. Und wir haben eine Secret Rare mit Misty und Lorelei. Yo, talk about a pack, das ist ein kleines Godpack auf jeden Fall. Das ist eine der besseren Tag-Teams, würde ich sagen, und Full-Art-Karten, die nehme ich wirklich gerne. Wir gucken. Knackige 65 Euro. Sehr happy bin ich about that, ey. Schaut euch das an, ey. Was eine schöne Karte, ey. Die ist underaged, aber die hier, die Lorelei, die ist... Da kann ich sagen, das ist eine sehr schöne Karte, ist auf jeden Fall mit der Karte. Was laber ich da? Sauber, ey. Die gefällt mir sehr. Die gefällt mir sehr, die Karte. Super, super. Nehmen wir mit. Lass ich die graden oder werde ich die doch eher verscherbeln für andere Sachen? By the way, auf meinem Zweitkanal kam heute ein Video online, wo ich meine neuesten Käufe euch gezeigt habe von Goldstar-Karten. Könnt ihr gerne abchecken. Ist sehr, sehr stark. Glurak sieht auch sehr gut aus. Centering gefällt mir left to right. Oben, unten ist vielleicht... Na, gar nicht so bad. Gefällt mir auch sehr stark. Sache ist halt bei den japanischen Karten, die haben öfters Printlines tatsächlich, die durch die Karte durchgehen. Kennt man hier immer durch den Rand sehr gut. Aber ich sehe hier nichts Großartiges. Nice. Super gut, Alter. Ey. Zweites Pack richtig am reinlöten. Ey. Jetzt muss nur noch das Godpack kommen und wir haben alles richtig gemacht, würde ich sagen. Stellt euch vor, ich ziehe wirklich ein Godpack heute, ey. Was wäre das? Schauen wir rein, ey. Auf jeden Fall haben wir noch eine Secret Rare, die wir safe ziehen können. Wir haben eine Urlauberin, die in Fullout ist halt auch 300, 400 Euro oder so. Kopplusio GX haben wir und Professor Lind, der Boy. Ja, für Leute, die sich gewundert haben, Zero, wo warst du die ganze Zeit? Ich war tatsächlich im Urlaub und zwar bei den Eltern meiner Freundin waren wir. Wir waren da 4 Tage und deswegen gab es halt auch weniger Livestreams, weniger Videos und ich dachte mir, hey, so eine kleine internetfreie Zeit tut mal ganz gut. Demeteros, Porygon Z, Arctos, Zapdos und Lavados haben wir. Sehr schön. Und Aquanan Reverse, auch eine sehr coole Reverse-Karte. Ich mag das Reverse-Hole im Japanischen. Das ist cool. Nee, und ich habe mir da ein bisschen Social-Media-freie Zeit genommen. Klar kamen Videos, ne? Also ich habe da ein bisschen vorproduziert halt. Aber ich fand es halt auch mal ganz schön, einfach so das Handy wegzulegen und einfach so zu leben für den Moment. Und halt nicht für den Beruf oder für das Hobby, was ich mache, sondern auch einfach das mal kurz beiseite legen zu können. Und ich glaube, das können viele heutzutage nicht. Und dass man halt sagt, so, yo, ich bin im Urlaub, hier muss ich auch arbeiten. Das Centering bei dem ist sehr, sehr krass. Mew Mewtwo, let's go! Nochmal eine starke Tag-Team. Diese Box ist busted. Diese Box ist richtig strong, ey. Wenn wir jetzt noch Pikachu Zekrom ziehen, ne? Alter, mega stark. Guckt euch die beiden an. Das Dream Team, das Tag Team. Mega cool, ey. Ich finde Tag Team Karten so strong, ey. Schade, dass sie das nicht mehr machen. Die Box ist bisher super strong, ey. Holy shit. I like that.
Nee, und ich konnte da 4 Tage mal wieder meine Kraftreserven so ein bisschen auftanken, was ganz gut getan hat tatsächlich. Einfach mal wieder so ein bisschen, keine Ahnung, Normal Stuff machen und baden gehen, Giratina und Garchomp, let's go. Und die Secret Rare Stahlenergie! Sehr cool. Guck dir das Holo-Pattern an. Die kostet aber tatsächlich nur 2-3 Euro. Ist nicht wertvoll, aber ein ganzes Deck voller solcher Energien zu haben, ist auf jeden Fall nice. Und ich glaube, oh, kann man machen. Kann man machen. Alter, das Pack fühlt sich schwer an. Stellt euch vor, jetzt glänzt es hier durch, dass eine Energie vorne ist. Weil sobald eine Energie vorne ist, ist ein Gott-Pack da. Weil so wird das Pack so ein bisschen gesaved, sag ich mal. So, schauen wir rein. Wir haben Blitzer, Gag-Arbor, Ziao, Raikou, Magneton! Holy shit, die Box ist richtig strong! Pikachu und Zekrom ebenfalls noch als Tag-Team. Wow, was ist hier los? Was ist hier los? Holy shit, Alter. Wie gut ist das bitte? Centering ist ein bisschen off left to right, aber holy moly, Alter. Ich bin richtig glücklich, ey. So kommt man doch wieder aus dem Urlaub. Wisst ihr, kurz die Energieserven aufgetankt und boom, öffnest du eine Tag-Team-All-Star-Box, die einfach komplett boosted ist. Komplett boosted. Könnt ihr gerne mal in den Chat oder beziehungsweise in die Kommentare reinschreiben, ob ihr nochmal so eine Box sehen wollt. Und wenn ja, ob ich davon mehrere holen soll oder sonst was. Wie gesagt, sind jetzt nicht ganz so günstig. Lusardin haben wir hier. Kosten halt tatsächlich halt inzwischen auch so an wie 170, 180 Euro, wie gesagt. Ne? Also das ist schon ein bisschen Geld. Das ist ein bisschen Geld. Aber, hey, bisher ist unsere Ausbeute sehr, sehr strong, ey. Nochmal hier die beiden Tag-Teams. Absol, Prism Star Energy und Greninja und Zoroark. Ich glaube, wir haben fast alle Tag-Teams, die wir ziehen können, also auch in Potential Gold. Und wir haben jetzt noch ein Booster. Und dann war es das tatsächlich. Und wir haben leider kein God-Pack. Wow, wow, wow. War es zu erwarten? Natürlich, ey. Leute, als ob ich ein God-Pack ziehe. Als ob ich ein God-Pack ziehe. Aber wir müssen sagen, Xenia haben wir nochmal. Volcanion, Jirachi, nochmal Fuegro. Well, well. Und ein Mimikyu. Geschafft haben wir es leider nicht, diese Box zu beaten. Das ist halt auch wirklich nur möglich, wenn man einen richtigen krassen Hit hat. Aber ich muss sagen, wir hatten einen der Top 10 Hits auf jeden Fall dabei. Und ich bin sehr, sehr glücklich über diese Karte. Sie ist wirklich stark. Ich kann kaum sprechen, ey. Ja, mega, mega schön, ey. Ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kleines Mini-Opening mal wieder hier auf dem Channel. Und wir sehen uns heute auf Twitch tatsächlich für Pokémon Unite, falls ihr Bock habt. Und ein paar neue Käufe, die ich getätigt habe. Ein paar neue Shiny-Karten. Schaut da gerne vorbei. Guckt auch gerne das Video hier an. Da sind meine Goldstars, die ich mir gekauft habe. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Zerami. Jetzt geht's wieder los.